Heute will ich euch an ein paar Experimenten teilhaben lassen und die wurden notwendig, wenn man so will, aufgrund meiner Tollpatschigkeit. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Was ist passiert? Ich habe meine Bauelemente größtenteils in solchen Boxen untergebracht. In einer davon eine ganze Menge untypisierte bzw. unbedruckte Transistoren, von denen nur der Grundtyp klar war. Leider ist die Box vom Tisch abgestürzt, als sie offen war. Und das ist das Ergebnis. Ein Haufen gemischter Transistoren. Einige spezielle HF-Transistoren finde ich noch anhand der anderen Beschaltung heraus. Dabei hilft mir mein Bauelemente-Tester. Auch die Zuordnung zu den Stromverstärkungsgruppen bekomme ich damit hin. Allerdings sind darunter auch ein paar Schalttransistoren mit höherer Spannungsfestigkeit. Die misst mir der Tester nicht aus. Also muss ich mir was einfallen lassen. Wie misst man die maximale Kollektorspannung bei Transistoren bzw. die Sperrspannung von Dioden? Das geht nur, indem man einen Durchbruch provoziert, also dem Bauelement eine so hohe Spannung anbietet, dass der Grenzwert überschritten wird. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die Bauelemente nach der Messung nicht schrottreif sind. Der Strom muss begrenzt werden. Damit die Transistoren nicht zu stark belastet werden, ist es sinnvoll, den Test mit Impulsen statt mit Gleichspannung zu machen. Eine Möglichkeit ist, einfach eine Wechselspannung gleichzurichten und zu sehen, wann die Spannungsspitzen den Grenzwert überschreiten. Wie bekommt man jetzt aber eine regelbare Wechselspannung? Das ginge zum Beispiel über einen Stelltransformator. Den hat aber mit Sicherheit nicht jeder. Und damit an die Netzspannung zu gehen, ist kreuzgefährlich, denn Stelltrafos sind meistens Spartransformatoren, die keine galvanische Trennung zum Stromnetz bieten. Direkt am Netz zu arbeiten, davon ist dringend abzuraten. Es wäre also mindestens ein zusätzlicher Trenntrafo notwendig. Oder gleich ein Trennstelltransformator. Die sind aber schwer zu finden und wahnsinnig teuer. Der Aufwand würde nicht lohnen. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich das nicht mit den Geräten hinbekomme, die ich schon habe und vor allem viel sicherer. Man braucht ja keine Genauigkeit von 5 Stellen hinter einem Komma. Am Ende muss man sowieso eine Sicherheit mit einrechnen. Für meine Idee brauche ich nur einen Funktionsgenerator mit einstellbarer Ausgangsspannung und Frequenz, ein Oszilloskop, eine Diode, 2 Widerstände und als Kernstück ein Transformator, der die Spannung hochtransformiert und die nötige Prüfspannung liefert. Da ich mit höheren Frequenzen arbeiten will, geht da kein normaler Eisenkern, darum nehme ich so einen Ferritkern. Sehr groß muss der nicht sein, denn er muss und soll ja keinen großen Strom liefern und damit auch nur eine geringe Leistung übertragen. An die Primärseite kommt der Funktionsgenerator, an die Sekundärseite das zu prüfende Bauelement. Wie kann man damit jetzt aber die Spannung einstellen? Na, zum einen über die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators, aber auch mit der Frequenz, denn mit steigender Frequenz steigt auch die Sekundärspannung. Dazu machen wir gleich mal ein Experiment. An der Primärseite liegt eine Spannung von 10 Volt, die Frequenz im Augenblick 5 kHz. Das ergibt am Ausgang eine Spitze-zu-Spitze-Spannung von 15,2 Volt. Bei 10 kHz und immer noch 10 Volt am Eingang haben wir auf der Sekundärseite jetzt schon 29,2 Volt. Bei 20 kHz sind es dann 53,2 Volt. Bei 30 kHz 70,8 Volt und bei 40 kHz 83,2 Volt. Der Versuchsaufbau ist recht einfach. Die Sekundärspannung wird gleichgerichtet und über einen Widerstand zur Strombegrenzung auf den Prüfling gegeben. Über dem Bauelement wird mit dem Oszilloskop die Spannung gemessen. Beim Erreichen der Durchbruchsspannung steigt die Spannung nicht weiter an. Um die Theorie in der Praxis zu testen, beginne ich mit ein paar Bauelementen, bei denen die Daten bekannt sind. Ja, den ersten Test mache ich mit einer einfachen Diode. Die Spannung über der Diode kann man hier ablesen. Im Moment 6,2 Volt. Und jetzt werden wir die schrittweise erhöhen, bis die Spannung durch die Diode begrenzt wird. Ja, und jetzt setzt die Begrenzung ein. Höher geht es nicht mehr. Und wir lesen eine Spannung ab von 15,2 Volt und in der Tat, das ist eine 15 Volt Z-Diode. Als nächstes jetzt ein bekannter Transistor.
Los geht's bei etwa 15 Volt und wir schrauben die Spannung jetzt wieder hoch. Jetzt passiert langsam was und jetzt setzt die Begrenzung ein und wir liegen da bei etwa 51 Volt. Der Transistor ist ein SF126, laut Datenblatt maximale Kollektorspannung 33 Volt. Der nächsthöhere wäre der SF127 mit 66 Volt. Dafür hat es nicht gereicht, wie man sieht. Für alle, die mit den Bezeichnungen nicht viel anfangen können, das sind noch Transistoren aus dem Halbleiterwerk Frankfurt-Oder. Und wer sich für die Daten interessiert, der findet die Tabellen dazu auf meiner Homepage. Ich werde das unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt noch ein alter Germanium-Transistor in GC100, laut Datenblatt maximal 15 Volt Kollektorspannung. Ja, und laut Messung ist dann auch bei rund 21 Volt Schluss. Ja, und jetzt noch einer von den unbekannten Exemplaren. Und da liegen wir jetzt in der Begrenzung bei etwa 23 Volt. Zur Sicherheit sollte man natürlich wenigstens 10% nochmal abziehen, sodass man dem Transistor also nicht mehr als 20 Volt zumuten sollte. Das war also mit Sicherheit keiner von den Hochvolt-Schalttransistoren. Das Windungsverhältnis bei meinem Trafo liegt etwa bei 50 zu 1000. Damit erreiche ich im Leerlauf etwa 100 Volt. Ich werde Ihnen also noch ein paar Windungen mehr verpassen müssen. Wie immer, wenn euch der kleine Tipp gefallen hat, lasst es mich wissen. Ich werde mich jetzt dran machen und meine Transistoren weiter sortieren.